Vollgas in der Sporthalle im Sportforum Hohenschönhausen. Hier findet die besten Ermittlungen der langen Strecken für die offenen Klassen und Jahrgänge statt. Und der Wettkampf ist an diesem Samstag so beliebt, dass die Bahn doppelt belegt werden müssen. Auch Medaillengewinnerin Clara Sophie Beierling ist mit am Start. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil ich eher so Kurzstreckenschwimmerin bin. Deswegen war das jetzt mal ein bisschen Abwechslung, aber ich finde, ich habe es ganz gut gemacht. Sie hat bereits beim Europäischen Olympischen Jugendfestival teilgenommen und dort Gold geholt. Ich würde sagen, mit einer der besten Augenblicke meines Lebens, weil man konnte halt auch mit anderen Leuten reden, also aus anderen Ländern. Doch auch Paul Eiken-Gessers liegt das Schwimmen im Blut. Das ist das, was ich hauptsächlich mache in meiner Freizeit, wo sich alles drum dreht in meinem Leben im Moment und womit ich gerne viel Erfolg haben wollen würde. Bei den Norddeutschen Meisterschaften 2019 war er erfolgreich und auch an diesem Wochenende kann er sich beweisen. Dafür, dass wir den Wettkampf vorher aus dem Training rausgeschwommen sind, war die Leistung total in Ordnung. Die Techniksachen haben gut funktioniert. Für die jungen Sportler geht ein erfolgreicher Wettkampftag zu Ende. Doch lange bleibt das Becken nicht leer. Kaum sind die Nachwuchsschwimmer gegangen, springen auch schon die nächsten ins Wasser. Die Masters-Meisterschaften des Berliner Schwimmverbandes starten am Samstagnachmittag mit den Staffeln, bevor es dann mit den Einzelwettkämpfen weitergeht. Die Altersklassen sind hier bunt gemischt und als älteste Schwimmerin geht Elke Ortloff an den Start, wobei ihre Disziplin das Eisschwimmen ist. Was sich viele nicht vorstellen können, es macht mir einfach Spaß, auch in dem kalten Wasser zu schwimmen. Die 70-Jährige kommt frisch von der Weltmeisterschaft in Frankreich, doch schwimmen tut sie nicht nur wegen der Wettkämpfe. Der hält mich fit, deswegen mache ich das und es macht mir Spaß und dass ich die Älteste bin, will ich gar nicht wissen. Dieser Devise folgt auch Konrad Sowetzki. Er geht mit 80 Jahren als ältester Teilnehmer an den Start. Doch ans Aufhören denkt er noch lange nicht und trainiert mehrmals in der Woche. Wenn es geht, fast regelmäßig in der Woche, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Er hat erst vor kurzem den Höhepunkt seiner Schwimmkarriere erreicht. Im letzten Jahr die Norddeutschen Meisterschaften, da bin ich in zwei Disziplinen, also Meister von, ich glaube, 9 oder 10 Ländern Deutschlands. Ja. Der BSV hat es an diesem Tag geschafft, das Becken mit kleinen und großen Schwimmern zu füllen, die mit voller Power, aber vor allem mit ganz viel Herz dabei sind.